Man muss ja mal überlegen, wo diese Terroristen eigentlich herkommen. Ich meine, wir Al-Qaida. können ja mal zum allerersten Urterroristen der Welt zurückgehen. Das war ein gewisser Hassan il-Sabah, der Alte vom Berg, irrtümlich genannt, der Assassinenführer. Der hatte eine Truppe von Selbstmordattentätern um sich herum geschart, die er in einen ideologischen Dschihad geschickt hat. Der hat die auf Drogen gesetzt, auf gut Deutsch, und hat ihnen dann erzählt, so sei das Paradies. Und wenn sie sterben, im Kampf für den Dschihad, also für Gottes Wort sozusagen, dann kommen sie automatisch ins Paradies. Und dann bindet er auch noch jedem 72 nackte Jungfrauen auf den Bauch. Und dann waren die Feuer und Flamme und haben ihm gehorcht. Und somit konnte er wirklich auch Herrschaft ausüben. Wenn dem ein Kalif nicht gepasst hat, dann hat sich eben irgendeiner seiner Mann von der Mauer das Messer in der Hand auf diesen Kalifen gestürzt, wenn der in seiner Sänfte vorbeigetragen wurde. Ist zwar selber dabei gestorben, aber das hat ihn ja nicht interessiert. Das war im 11. Jahrhundert. So, 1979 hat ein gewisser Zbigniew Brzezinski, da haben wir ihn wieder, den perfekten Plan gehabt, um die UdSSR zu killen. Und das hat er sogar geschafft. Und zwar ist er nach Afghanistan mit der CIA und hat angefangen, dort alle Gegner von prosowjetischen Aktivitäten auszustatten. Mit Waffen, mit Geld, mit Know-how, mit Anleitungen, alles, was das Herz begehrt. Also alle Sowjetgegner dort hat er gesponsert oder hat die CIA gesponsert. Von ihm kam nur der Plan. Und die prosowjetischen Kräfte wurden hingegen von diesen antisowjetischen Kräften zusehends unter Druck gesetzt. Dadurch haben die, hat die USSR, also die Sowjetunion, Angst bekommen, dass sie ihren Einfluss in der Region verliert und hat den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Sie sind in Afghanistan einmarschiert. Denn dadurch haben die USA den Sowjets ihr eigenes Vietnam beschert. Das hat auch Pichinski genauso dann später geschrieben, damals noch unter Reagan. Die haben ganz schnell dort eine neue Schule gegründet, die sogenannten Mudschahedin. Diese Mudschahedin, das waren afghanische Widerstandskämpfer, die im Grunde ihre Heimat verteidigt haben, die aber auch ganz klar sich als Gotteskrieger begriffen haben. Gotteskrieger in einem heiligen Krieg, denn wenn Ungläubige muslimisches Land, heiliges Land betreten, dann ist das für die ein Sakrileg. Und deswegen war das für sie ein heiliger Krieg, in dem auch Waffen, also militärische Gewalt eingesetzt werden darf. Nicht muss, aber darf. Und weil sie, die haben dann lauter kleine Koranschulen an der pakistanischen Grenze errichtet, sogenannte Madrassen. Und in diesen Madrassen wurde so der Nachwuchs, der Gotteskrieger-Nachwuchs dann herangeschult und vor allen Dingen auch fanatisiert und dschihadisiert. Und damit haben sie es im Grunde geschafft, dass die Russen sich tot geblutet haben daran. Es wurde immer teurer und teurer und hat sich in die Länge gezogen. Und irgendwann musste die Sowjetunion dann ihre Truppen zurückziehen und ist dann in der Folge von eben diesem, von dieser Intervention tatsächlich auch zerbrochen. Das war also im Grunde der Plan, der geklappt hat. Und diese Mudschahedin, die nennen sich heute Taliban. Ja, die Madrassen, das sind ja im Grunde Religionsschulen. Und die Schüler dort, das sind die sogenannten Talib. Ein Talib ist ein Religionsschüler, nicht mehr. Und die Taliban sind einfach nur die Religionsschüler. Das heißt, das sind die Nachkommen jener Mudschahedin, die damals durch die CIA geschaffen wurden. Und diese fanatisierten Islamisten, die natürlich im Lauf der Zeit immer fanatischer wurden. Die haben angefangen, die islamische Welt zu verändern. Wenn man sich das mal so anguckt, früher Jemen, Oman, Tunesien, da sind die Leute herumgelaufen wie wir hier auch. Die hatten offenes Haar, da gab es keine Kopftücher, die waren so säkular wie der Westen auch. Guck sie dir heute an, die sind vermummt, die dürfen nichts mehr, die Frauen haben keine Rechte mehr. Es gibt seither wirklich üble Gruppen wie die Wahhabiten, die orientieren sich an dem Gründer des Wahhabismus, ein Abdul ibn Abdul al-Wahhab, der hat vor ungefähr 200 Jahren gelebt und war damals schon ziemlich rückwärtsgewandt. Und die Salafisten, die sind auch rückwärtsgewandt. Salaf ist der Vorfahre.
Und das sind natürlich, und dann gibt es noch die Takfiristen, die sind der Meinung, dass alles getötet gehört, was nicht so denkt wie sie. Also das sind natürlich genau die perfekten Kräfte, um eine ganze riesige Region, nämlich ganz Asien und einen Großteil von Afrika, in Agonie zu halten, sodass die einfach keine Entwicklung durchlaufen können. Ja, wenn du von solchen Bumsköppen regiert wirst, dann kannst du einfach nichts auf die Beine stellen, um es mal ganz klar zu sagen. Und genau die werden jetzt eben auch gezielt gegen die UdS, gegen Russland, gegen das die heutige russische Föderation eingesetzt. In Tschetschenien natürlich auch, aber überall im Kaukasus bis Abchasien, überall dringen da jetzt diese Gruppen ein und fangen an, dort gemäßigte schiitische Scheichs zu töten. Das ist im Grunde genau derselbe versteckte Krieg, der auch in Syrien und in Libyen gelaufen ist. Aber die Russen sind da natürlich ein bisschen fitter und lassen sich da nicht so leicht überrumpeln. Aber dass Putin jetzt zu Obama geht und sagt, hey, du hast recht, lass uns mal ein paar Terroristen hier ein bisschen besser bekämpfen. Er hat natürlich dabei gleichzeitig mitgesagt, es sind ja schließlich eure, die habt ihr gebaut, jetzt schaut schließlich gefälligst, dass er die Halunken wieder einsammelt. Ja, weil Ja. ihnen das natürlich auch auf die Nerven geht, wenn andauernd irgendwo jemand umgebracht wird oder irgendwas explodiert. Ja. Da würde ich gerne auf noch zwei Quellen hinweisen, dass das diese Mudschahedin nicht unbedingt nur Afghanen gewesen sind, sondern eine ganze Menge Söldner noch dabei gewesen sind. Da möchte ich auf einmal auf ein Buch hinweisen, Dr. Andreas von Bülow im Namen des Staates. Dr. von Bülow war mal in dem Ausschuss des Bundestags, der die Geheimdienste beaufsichtigt. Und er darf natürlich da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, kriegt aber Dinge mit und guckt dann, wo hat das schon jemand anders vielleicht schon mal sowas geschrieben oder so und zitiert dann halt aus anderen Quellen, wo man zitieren darf. Und da steht auf Seite 418, sagt er, dass in der Zeit von, er spricht von einem, Zitat Popanz, der muslimisch-fundamentalistischen Bedrohung, dass das herbeikonstruiert werde. Also, das ist nicht alles, er will damit sagen, die sind nicht alle echt. Und er sagt, 1979 bis 1991 seien für die Kämpfe in Afghanistan 5000 Saudis, 3000 Jemeniten, 2000 Ägypter, 2800 Algerier, 400 Tunesier, 370 Iraker, 200 Libyer und jede Menge Jordanier vom westlichen und pakistanischen Geheimdiensten angeworben worden. Seite 418, Dr. Andreas von Bülow im Namen des Staates, Piper Verlag. Damals unter Mullah Omar war nämlich der Drogenanbau, also der Opiumanbau, komplett verboten worden. Was? Mullah Omar, wie der Name schon sagt, ist ein sehr religiöser Mensch. Der hat selber eine eigene Madrasse gegründet. Und als er dann Taliban-Führer war und die Taliban in Afghanistan im Grunde das Heft in die Hand genommen haben, da hat er zuallererst mal alle Opiumfelder niederbrennen lassen und hat den Opiumanbau unter Strafe gestellt. Denn das fand er sehr unislamisch. Muslime, die erlauben ja noch nicht mal Alkohol. Und Heroin werden sie dann logischerweise auch nicht erlauben. Deswegen hat er das verboten. Dann kamen die USA und kaum waren sie, hatten sie die afghanische Armee besiegt, was ja im Grunde kein Problem war, haben sie sofort ganze Heerscharen von Geheimagenten. So, seither hat sich der Verbrauch, wie gesagt, oder hat sich das Ganze vervierzigfacht. Das heißt, die bauen das Opium gleich in Afghanistan vor Ort um in Heroin und schicken es dann im Grunde mit der Transall oder wie auch immer oder mit irgendwelchen Militärkonvois über den Kaukasus nach Europa. Das ist übrigens einer der Gründe, warum damals auch der Kosovo angegriffen wurde, denn die brauchten da bereits einen Angelpunkt, einen Drehpunkt für ihren Drogenumschlag von Asien nach Europa. Vor allen Dingen kommt aber vieles dort auch über Tschetschenien dann nach Russland, was in Russland wirklich verheerende Folgen anrichtet. Das heißt, der russische Gesundheitsminister, der hat von einer Katastrophe gesprochen. Denen sterben jedes Jahr 1 Million Leute weg an dem Heroin. Auch im Iran ist das Heroinproblem gigantisch geworden seither. Die haben allergrößte Probleme damit. Deswegen haben sich jetzt auch die, na, wie heißen sie, die Shanghai Cooperation Organization, also die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, dazu entschlossen, eine gemeinsame Drogenkonferenz, Anti-Drogenkonferenz zu eröffnen mit Russland, China und dem Iran zum Beispiel. Die USA sind, glaube ich, nicht eingeladen, weiß ich nicht. Das ist also eine Riesensauerei, was da läuft. Und
Das Ganze wird natürlich vertuscht ohne Ende. Auch zum Beispiel kommt aus Kolumbien sehr viel an Kokain in die USA, wo die CIA ebenfalls die Finger drauf haben. Also im Grunde haben die überall in den Drogengeschäften dieser Welt ihre Hände mit im Spiel. Also wenn sich jetzt irgend so ein armer Junkie Heroin kauft, dann weiß er, dass er damit Kriege finanziert. Na, das ist eben das Problem dabei. Ja, mit diesen Drogengeschäften werden viele, viele Milliarden Dollar verdient. Hinzu kommen Bankgeschäfte, Börsengeschäfte, Hedgefonds und Derivathandel. Damit werden nicht nur Milliarden, sondern Billionen verdient. Und das ist im Grunde genommen die Geschäftsgrundlage, auf die sich derzeit das Handeln und Streben der USA gründet. So muss man das mal sagen. Zugleich haben sie ein Problem mit ihrem Image, denn sie müssen ja als die harten Jungs immer dastehen. Jeder weiß auf dieser Welt, dass der Dollar nichts wert ist, aber wenn man eine Mündung an der Schläfe hat, dann ist man schon mal eher bereit, mit dem Kopf zu nicken und sagen, ja, euer Dollar ist toll und wir finden euch auch alle furchtbar nett. Das ist im Grunde im Moment die Situation hier auf diesem Planeten. Alle finden die USA nett, weil die eine große Knarre haben, aber so wirklich Lust hat auf die inzwischen keiner mehr. Die sind also moralisch sehr delegitimiert inzwischen, diskreditiert sozusagen. Naja, gut, und jetzt müssen wir halt schauen, wie es weitergeht in der Welt, ne? Deren vornehmstes Ziel ist es jetzt vor allen Dingen, das aufsteigende China zu bremsen, wo immer es geht. Auch andere Staaten, die durchaus aus Entwicklungspotenzial haben, die müssen gebremst werden. So wie Libyen, die hatten Entwicklungspotenzial, aber hallo, die hatten Öl, die hatten eine riesige Wasserreserve in der Kyrenaika, die hätten im Grunde genommen ganz Nordafrika mit Getreide und Brot versorgen können und wollten auch noch den Golddinar einführen, waren wirtschaftlich stabiler als wir hier in Europa. Der durchschnittliche Libyer, der hatte ein besseres Lebenseinkommen im Grunde als ein Franzose oder ein Deutscher, auch wenn wir uns das schwer vorstellen können. Dann nehmen wir mal den Iran. Der Iran hat Rohstoffe. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als die UdSSR damals zusammengebrochen ist und die Grätsche gemacht hat, da hat sich Putin im Grunde aus dem Dreck aus dem Dreck herausgezogen mit den Rohstoffen, mit dem Ölhandel, mit dem Gashandel. Damit haben sie überhaupt erst wieder die Karre zum Laufen gekriegt und konnten erneut zu einer Macht, zu einer wirklich zu einer Großmacht aufsteigen, auch wenn sie keine Weltmacht sind. Der Iran hat auch gute Rohstoffe. Der hat das beste Öl der Welt. Das persische Öl ist berühmt, denn es ist sehr, sehr rein. Und man muss im Grunde nur mal mit dem Finger in die Erde pieken, dann läuft es schon raus. So hoch sitzt das, also so wenig tief. Man kommt da sehr gut ran. Und das heißt, wenn die USA irgendwann nicht mehr dabei sein sollten, im großen Geschäft, wenn die irgendwann die Nummer 2 oder gar die Nummer 3 auf der Welt sein sollten, vielleicht nicht militärisch, aber wirtschaftlich und politisch, dann würde der Iran die im Laufschritt überholen, mit Sicherheit, denn er schafft ja jetzt schon, sich einigermaßen zu halten, trotz dieser Wahnsinnssanktionen. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, aber er treibt halt Handel dann mit dem Osten, mit China, mit Russland, auch mit Pakistan, ja, und eben auch mit Syrien. Also im Grunde genommen, der Westen, der kapselt sich weiter und weiter ab, ghettoisiert sich gewissermaßen, während der Rest der Welt so nach und nach am Erwachen ist. Ja, und so wie es aussieht, ich glaube nicht, dass sie das Ding noch gebacken kriegen. Ich glaube nicht, dass die USA das noch gerissen kriegen, sondern die können eigentlich nur noch sagen, okay, Leute, wir haben es eingesehen, wir haben getan, was wir konnten, um unsere Vormachtstellung zu erhalten. Aber jetzt geht uns die Luft aus und jetzt müssen wir gucken, dass wir uns mit denen langsam mal vertragen wieder. Denn das sind jetzt im Moment eine Menge Rechnungen offen. Und wenn irgendwann die USA keine Macht mehr haben sollten und andere viel Macht haben sollten, aber das muss man doch auch sagen, die Chinesen zum Beispiel, die sind gar nicht so eroberungsgeil. Die wollen auch nicht unbedingt Rache. Die Chinesen, die haben nicht unbedingt das Bedürfnis, sich auszubreiten und Land und Raum zu nehmen. Ja. Sondern das sind Buddhisten, die wollen vor allen Dingen Harmonie. Das ist ihr wichtigstes Bestreben. Die wollen Harmonie.
auf der Welt haben. Die wollen kein Ungleichgewicht. Ja? Deswegen wollen die auch nicht unbedingt die große Weltmacht werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das irgendwo beabsichtigen, sondern die wollen eine polyplurale Welt, also eine Welt der Vielfalt, wo alles in einem gesunden Gleichgewicht ist. Das ist deren buddhistischer Gedanke eigentlich oder Ideologie. Natürlich sind das auch knallharte Geschäftsleute, aber sie wissen, sobald Schieflage kommt, wird's gefährlich. Na? Dann riskiert man im Grunde Kopf und Kragen. Dann kann es Kriege geben und hinterher ist alles kaputt und naja, hinterher heulen dann alle. Also das bringt dann eben nicht so viel.